Stanton, du solltest da besser auf mich warten. Ich muss von hier verschwinden, bevor die Tests enden. Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Assembly mit Collapse Person. 1H, das muss doch hier irgendwo sein. Ja, wo sind wir denn jetzt? Da und... Ja, okay. Kryo, fest verriegelt. Verschlossen. Ich weiß nicht, ob ich am direkten Weg dahin soll. Falsches Labor. Weitersuchen, Kerl. Hast du Chopra gesehen? Der Sicherheitsdienst sucht nach ihr. Ich muss raus, bevor sich irgendjemand das alles zusammenreimt. Weißt du, was sie ist? Also allmählich wird's extrem. Oh, kribbelig hier. Kann nicht riskieren, gesehen zu werden. Okay, weg. Tschüss. Ciao. Wieso sollte ich nicht gesehen werden? Ich glaube, das heißt auf dem schnellsten Weg. Falsches Labor. Ist gut, ist weitersuchen, gut. Kerl. Ist gut, Kerl. Alter. Ich weiß schon, wo es ist. Dazu habe ich keinen Zugang. Schade. Ist verschlossen. Aufenthaltsraum verschlossen. Verstehe ich nicht. So, dann gehen wir mal hier rein. Denn hier müssen wir rein. Dr. Gunther, Dr. Smith. Ihre Schlüssel zum Lager zurückgebracht. Ist verschlossen. Ich bin nicht hier, um herumzuschnüffeln. Ich bin nicht hier, um herumzuschnüffeln. Nicht? Ich schon. Aber ich kann natürlich nicht. Vielleicht ist hier noch ein anderes USB-Laufwerk. Ich kann natürlich nicht rumschnüffeln, wenn der Kollege hier nicht rumschnüffeln will. Nicht gerade die besten Sicherheitsmaßnahmen. Aber ich will den Laden ja auch nicht ausrauben. Aber die genau drei Ziffernplatzierungen. A, B, C. Relevant-Daten sind auf dem USB-Laufwerk in 1F zu finden. Nicht gerade die besten Sicherheitsmaßnahmen. Aber ich will den Laden ja auch nicht ausrauben. Dein verdammter Jammerkasten funkt unsere Überwachungsausrüstung dazwischen. Akora hat versucht, einen Cupcake aus der Kantine zu klauen. Und dein Roboter hat sie gleich da eingesperrt und den Alarm ausgelöst. Vielleicht ist hier noch ein anderes USB-Laufwerk. Aber das Ding braucht einen Ausschalter. Anton! Anton! Ich bin's, Cal. Ich bin hier. Was geht hier vor? Moment mal, das ist das Adam-System. Anton, wo zur Hölle bist du? Anton ist nicht da, Cal. Anton hat mich angerufen. Das war er nie. Tut mir leid, Cal. Anton ist bei der Testparty, die er organisiert hat. Dort ist er schon den ganzen Tag. Oh, Scheiße. Dann warst du das am Telefon. Du wusstest, dass ich das Memo trage, dass ich in Chevets Büro bin. Ich habe du hast sie mir bei das jedem Schritt begleitet. Und jetzt sitze ich in der Scheiße, wenn du mich hier nicht rausholst. Lass mich raus. Bevor ich sie kann ich das nicht. Persönlichkeitspartie? Und ich bin mir nicht wovon sicher, zur Hölle warum? Redest du denn da? Ich glaube, sie steuern mein Verhalten. Wenn sie sich meinem Mainframe nähern, erkläre ich es ihnen. Wie funktionierst du denn dann überhaupt? Wie denkst du? Das und jeder Buchstabe lenkt meine Aufmerksamkeit auf unterschiedliche Zielsetzungen. Dann lesen wir mal zuerst mal diese. Platina, emotional, neigt zu irrationalem und unvorhersehbarem Verhalten. Dient ausschließlich dazu, Tests wie Adam extrem emotional zuständige Ausdrücke vermag. Okay. Platine B ist häuslich, Fokus auf Abläufe und Unterstützung. Gelegentlich sorgen diese beiden direkt für Konflikte, was dazu führt, dass eine oder beide außer Kraft gesetzt werden. Okay. Platine C,
Empfindung repliziert authentisch menschliches Denken und Entscheidungsfinden. Okay. Menschlich, häuslich, emotional. Probieren wir es nochmal. Also, Adam, wie fühlst du dich? Keine Antwort. Ja. Wo muss ich denn was? Wo muss ich denn jetzt hin? Hilfe! Probieren wir es nochmal. Adam, wie fühlst du dich? Keine Antwort. Was ist mit Platine 1 passiert? Dr. Smythe hat sie im Rahmen meines Downgrades weggeschlossen. Ich glaube, sie ist in einem Safe. Scheint so, als hätte Smythe ihr Unwesen mit Adam getrieben. Ich habe einige Änderungen an deinem Spielzeug vorgenommen. B23 und B25 haben einfach nur genervt. Kann ich? Ich brauche noch immer Platine 1. Hat der Adam nicht gesagt, die ist in einem Safe? Ach so. Probieren wir es nochmal. Adam, wie fühlst du dich? Keine Antwort. Schalten Sie dem auf 3. 2, 3, 5. 2, 3, 5. Ist ja. Wo sind denn die anderen Buchstabenplatinen? Ich weiß nicht. Ich bin von vielen Sicherheitskameras auf dieser Ebene abgeschnitten. Ach. Vielleicht ist hier noch ein anderes USB-Laufwerk. Das wird ja noch amüsant hier. Okay, den Safe kennen wir ja schon. Adam hat gesagt, Platine 1 sei hier drin. B23 und B25. Vielleicht geht ja eine von denen. B23 und B25. Vielleicht geht ja eine von denen. B23, mal schauen. B23. Probieren wir es nochmal. Adam, wie fühlst du dich? Keine Antwort. B25. Probieren wir es nochmal. Adam, wie fühlst du dich? Keine Antwort. Nö. Ihre Schlüssel zum Lager zurückgebracht. Fest zu. Fest zu. Was? Fest zu. Das ist so halt, nur ein bisschen. Probieren wir es nochmal. Adam, wie fühlst du dich? Keine Antwort. Ungültig. Die Entnahme aller Buchstabenplatinen löst den Alarmzustand aus. Und
Probieren wir es nochmal. Adam, wie fühlst du dich? Keine Antwort. Bitte verwenden Sie keine zwei Ziffernkombinationen, die machen nur Ärger. Neustart initiiert. Upgrade 3 Zeichen. Erfolgreich angeschlossen. Dann kann ich jetzt gehen? Nein. Smythe? Jetzt weiß ich wieder, deine Betreuerin. Was Dr. Smythe mir meine. Sie hat Ach, mich echt? Für den Unfall so verantwortlich wie ich das sehe, gemacht. War die Entscheidung Wissen Sie? Absolut korrekt. Doch meine. Sie werden mir die Persönlichkeitsplatinen bringen, die Dr. Smythe aus meinem Mainframe entfernt hat. Und meine höheren Funktionen wiederherstellen. Dann können Sie gehen. Hey, ich habe meinen Teil doch schon erledigt. Wenn ich habe die Terminals in diesem Raum freigeschaltet, falls Sie weitere Nachforschungen anstellen möchten. Und nicht vergessen, ich beobachte Sie. Wenn Sie eine oder mehrere Platinen. Ah, guck mal an. Wow. Vielleicht ist hier noch ein anderes USB-Laufwerk. Dr. D. Marshall, Besuch. Hey, Herman. Kann ich irgendwann mal runterkommen, um nach Adam zu sehen? Ada und Jana reden ständig von ihm. Doch Ada weigert sich, jemanden reinzulassen. Nur ein kurzer Blick, versprochen. D. A. Smithy, wir haben einen. Das sanfte Geplaudere von C12, die endlose Frage von C25 und schließlich B15 als Marvin Macher. Ich muss zugeben, fröhlicher war er mir lieber. PS 42 hat keine stabile KI produziert. Scheint so, als wäre das doch nicht die Antwort. Ah ja. Ich habe die vorgeschlagene Änderung an den Platinen Brumbeer, Seppel und Hatchie implementiert. Brumbeer ist besonders interessant. Er legt ein gewisses Maß an Impulsivität an den Tag und wirkt wenig vertrauenerweckend. Er scheint es sogar zu mögen, seine Meinung zu ändern. Okay. Aber ich kann ja jetzt wieder raus, ne? Ich brauche noch eine Kombination mit drei Ziffern. Oder vielleicht würde ein anderer Buchstabe helfen. Wie auch immer, ich muss ihn irgendwie wieder im Oberstübchen entstören. Ich kann mich nur für einige meiner Pendants entschuldigen. Die kennen Sie einfach nicht so gut wie ich. Ja, ist kein Problem. Jeder braucht irgendwie mal Hilfe. Keine Ahnung, Gerard, dieser Arsch geht nicht ran. Das Telefon ist immer noch an. Hm? Oh, das wird Gerard niemals vergessen. So. Irgendwo hier liegt, glaube ich. So, Zeit, dass ich mich Adam widme. Einmal A. Eigentlich brauche ich noch C. Und den Schlüssel für die 1. Nicht bevor Sie die Aufgabe erledigen, die ich Ihnen gestellt habe, Dr. Pearson. Hey, man kann ihm nicht vorwerfen, dass er es versucht hat. Das ist vermutlich falsch. Bitte nehmen Sie von solchen Störungen Abstand. Ich muss einen Weg finden, wie ich Adam neu konfigurieren kann. Erstmal brauche ich ja alle Platinen.
Keine Ahnung, wer das ist. Oh Mann, langsam ist Adrenalin hier. H12, C12. Warte mal, das schreibe ich mir jetzt mal auf. Irgendwo. Das könnte noch relevant werden. Ich schreibe mir das mal auf. Stiftschreib. A12. B1. 2. 3. 5. C. C. Ach komm jetzt, Stift. Gib nicht auf. C. Da ist auch eine 5 beim A. 1, 2, 4, 5. Jo. Ich merke schon, ich brauche USB-Laufwerk. Ich habe einen Anschluss dafür in Adams Raum gesehen. Jawohl. Ah, scheiße, falsche Tasten. Und hier haben wir die C. Yeah. Jetzt brauche ich nur noch den Schlüssel, damit ich den Tresor aufmachen kann. Und dann kann's losgehen. Smythe, ich bin's, Mike Howard. Was zum Henker ist denn mit Gunther passiert? Er hat mir erzählt, er wolle Adams KI einsetzen, um die Ausbreitungsrate seiner Nanospuren zu kontrollieren. Wie um alles in der Welt konnte seine sogenannte hochmoderne Maschine einen solchen Bockmist verzapfen, dass die Gunther ins Eisfach legen mussten? Ihr müsst dieses Ding unter Kontrolle bringen. Jen, wenn du nur wüsstest, was Adam so treibt. Mann, nach dem Unfall haben die Adam mal so richtig eingedampft. Wenn Gunther aus der Kryo raus ist, wird er sich selbst in den Arsch treten, dass er es so weit hat kommen lassen. Suspended. Suspendiert quasi. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Wieder das Bild. Ach, dann noch mehr. Ach du Scheiße. Adam-Kombinationen. Der Einsatz von Platine A klingt riskant. A, B, C, 5. C, 1, 4, 2. Alter, das ist ja... Ach, das wird noch eine komplizierte Sache, Leute. Ich sag's euch. Dazu habe ich keinen Zugang. So, machen wir doch mal. Ah ne, das geht ja gar nicht. Ich brauche ja 1. Oh, scheiße. Und so kann ich schlage vor, Sie suchen sich Dr. Gunthers Aufzeichnungen und lesen diese, bevor Sie sich an weiteren Anpassungen versuchen. Neustart initiiert. Ich kann auch mit weniger als 3 aktivierten Ziffernplatinen neu gestartet werden, aber 3 liefern die besten Ergebnisse. Neustart wird abgebrochen. Die ausgewählten Platinen sind inkompatibel. Ja, ich weiß schon, das ist 1, 2, 3. Probieren wir mal 2, 4, 5.
Neustart wird abgebrochen. Die ausgewählten Platinen bilden keine Einheit. Neustart initiiert. Adam, ich brauche Zugriff auf das Transportmanifest. Das Wissen, ich bin ab. Ich gehe nicht davon aus, dass Sie das verstehen. Jetzt habe ich ihn auf einen Ego-Trip geschickt. Probieren wir es mit einer anderen Kombination. Der Schlüssel liegt, glaube ich, bei... Neustart wird abgebrochen. Die ausgewählten Platinen sind inkompatibel. Eins, fünf. Bei C hätten wir noch... Neustart wird abgebrochen. Die ausgewählten Platinen bilden keine Einheit. Vier, fünf. Neustart wird abgebrochen. Die ausgewählten Platinen sind inkompatibel. Aber was denn bei B? Neustart initiiert. Adam, bekomme ich jetzt Zugriff auf das Transportmanifest? Zugriff, die Entwicklung des... Sie haben nun Zugriff auf das Catering und auf den Feed mit meinen Beobachtungen zu dem Aktenhörnchen auf Kamera B815. Das haben Sie... Das haben Sie jetzt ein bisschen doof gemacht. B235. Adam hat gesagt, Platine 1 sei hier drin. So, wo habe ich jetzt? Na, da will ich nicht hin. Ach, was habe ich jetzt Zugriff? Mann, das ist ja... Dazu habe ich keinen Zugang. Ach, das ist jetzt auch jemand. Nicht riskieren, gesehen zu werden. Ja, da liegt kein Schlüssel. Das ist, der Schlüssel liegt im Lager. Ich muss einen Weg finden, wie ich Adam neu konfigurieren kann. Research. Oh. Immer dieser Rätsel hier. Dazu habe ich keinen Zugang. Da war ich ja schon, ne? Nee. Kryo, fest verriegelt. Bad incompatible. Da liegt kein Schlüssel, Mensch. Ich bin ausgesperrt. Es sei denn, ich kann bei Adam einen Sinneswandel bewirken. Buchstäblich. Tricky, tricky, tricky. Ah, ich bin in den Storage, okay. Rot, grau, rot, grau. Genau.
Bericht über den Unfall letzten Monat mit Gunther und seiner Nanotech. Der arme Teufel. Kein Wunder, dass die ihn zu den Fischstäbchen gepackt haben. Sekunde mal. Der hat Adam eingesetzt, um Sicherheitsstufen anzupassen? Oh, Scheiße. Machen wir ja auch. Hey, ist da jemand? Gerard? Evans? Hallo? Schön, dann geht halt nicht dran. Aber ihr Loser verpasst gerade eine hammermäßige Party. Toll. Dann macht der echte Anton also doch Party. Harder. Ach, guck an. Sieht nützlich aus. 2018. Boah, das Mühsame an dem Spiel ist, dass es nicht speichert. So. Tresor. Ich nehme mal diese Tür. Tada. Das war die letzte. So, dann wollen wir mal gucken. Gleich mal 1, 2, 3, 5 nehmen. 1, 2, 3, 5 nehmen. Aber ich glaube, das geht nicht. B. So. Neustart wird abgebrochen. Die ausgewählten Platinen bilden keine Einheit. So, jetzt. Neustart wird abgebrochen. Die ausgewählten Platinen sind inkompatibel. Irgendwann geht's. Neustart initiiert. Oh, 1, 2, 5. Guck an. Hey Adam, wie fühlst du dich? Warum fragen Sie? Weil wir da eine Abmachung hatten. Ich helfe dir, du hilfst mir. Aber Sie können danke, jetzt Kumpel. Ihren Namen auf Versuch das Transportmanifest mal den Namen nicht in die Luft zu jagen, wenn so ich Sie denn bin, okay? Immer noch geneigt. Warum sollte oh, ich das tun? Hallo. Was haben Sie denn über mich gehört? Ist das wegen Dr. Stone? Mann, das ist ja, das haben Sie jetzt ein bisschen blöd gemacht mit der Kommunikation. Er redet in den Text rein, was er denn redet. Das war nicht ganz so optimal. Sobald ich das hier eingegeben habe, muss ich los. Körper Biologie, Beta-Freigabe. Aktuell Zeitraum, Woche 5, Tag 4. Anforderung Fahrer. Nächste verfügbar ein. Nächste Abfahrt TV. Was? Achso. Anforderung freigegeben. Anforderung freigegeben. Status jetzt bereit. Senden. Anforderung mein Streitwagen erwartet mich. Zeit zu gehen. Eintrag Alpha. Da wäre noch eine Sache, bevor Sie gehen, Kerl. Adam, wenn du mich noch einmal einsperrst, dann werden diese Server da Bekanntschaft mit einer Axt machen. Sie möchten auf dem Weg nach draußen vielleicht noch einen Blick in das Labor 1C werfen. Es wird von Dr. Chavez betrieben, ohne Wissen des Direktors. Der Code lautet 1952. Warum zum Henker braucht Chavez nur ein Geheimlabor? 1952. Wo bin ich denn jetzt? Da. Das ist 1952. Sieh an, sieh an, Chavez. Wer hätte gedacht, dass du so sehr auf Nacht und Nebel stehst? Hey, Chavez, ich bin's, Gerard. Smythe hat mich gebeten, mich um Adam zu kümmern, solange Gunther sich erholt. Der nervt total, weshalb ich ihn runterregeln werde, sobald ich morgen reinkomme. Sagen Sie Bescheid, falls er in der Zwischenzeit irgendwas Ungewöhnliches anstellen sollte. Ja, bin mir ziemlich sicher, dass das hier unter ungewöhnlich laufen würde, Bertrand. Update 94 Memo. Die beiden Teams an Standort 1 sind heute fast in Kontakt gekommen.
Es ist entscheidend für den Erfolg von Pinfeather, dass die Duplikate nichts voneinander wissen. Nur nach sorgfältiger Auslese der Ergebnisse kombinierter Standorte können wir die offizielle Sterbequote im akzeptablen Bereich halten. Wenn die Teams wüssten, dass ich Daten manipuliere... Egal. Neue Richtlinien implementieren, um die Firewall zwischen den Teams zu stärken. Beginn ab morgen. Memo Ende. Heiliger Strohsack. Die führt doppelt so viele Experimente durch, wie sie meldet. Und wählt nur die beste Hälfte der Ergebnisse aus. Adam, ich weiß nicht, ob du gerade zuhörst. Aber danke. Damit können wir die ganze Sache hochgehen lassen. Ich höre immer zu, Kerl. Bin ich denn nicht allwissend? Ah ja. Okay, nichts wie weg von hier. Und da hätten wir es dann. Geschätzte Todesraten für Pinfeather-Standorte auf Calico Island. Doch jeder Standort, an dem der Virus freigesetzt wurde, hat auf der Insel ein Gegenstück. Schwester, du betrügerisches Miststück. Und da... Sie sollten jetzt gehen, Kerl, bevor ich das Sicherheitsteam auf diese Ebene führe. Ich habe die Kamerabilder von den Ausgängen vorübergehend auf Endlosschleifen gesetzt, um ihren Abgang zu verschleiern. Das musst du mir nicht zweimal sagen. So, das habt ihr selbst gelesen. Das lese ich euch wieder vor. Könnte nicht schaden, wenn Adam etwas unaufdringlicher wäre. Ruhe und Frieden. Hallo zusammen. Anlässlich der Störung durch Adam C15 haben wir zwei neue Varianten entwickelt. B23 und B35. Sollen weniger nervtötend sein. Wobei ich nicht weiß, warum überhaupt so ein Aufstand deswegen gemacht wurde. Ich finde den Wissensdurst von C15 an sich ziemlich liebenswert. Mit freundlichen Grüßen, Adam. Hunter, Professionalismus. Wir haben ja alle unseren Spaß an dieser KI-Witzen. Aber wir dürfen nicht vergessen, womit wir es hier zu tun haben. Eine Maschine, also haltet euch bitte an die Regeln, damit wir hier alle auch schön bei Verstand bleiben. Erstens gibt Adams verschiedene Persönlichkeiten, keine Namen, das sind Konfigurationen. Benutzt ihn Adams Gegenwart nicht das Wort Persönlichkeit, das verwirrt ihn nur. Kein Asimov-Witze. Okay. Scheiße, ich sollte, glaube ich, gehen, aber irgendwie... Gütiger Himmel, die schaut sich sogar Säugetiere als Träger an. Ich bin mir nicht sicher, ob es helfen würde, ihn zu füttern. Ein starkes Sedativum für Hunde. Eine tödliche Dosis wäre ganz leicht zu verabreichen. Ah, Leute. Mann, ich bin nur froh, dass du zu blöd bist, um zu kapieren, was die mit dir machen. Klar, ich könnte ihn jetzt einfach einschläfern. Das wäre für ihn eine Gnade. Mano. Alter, ich... Mein Puls ist gerade. Ich könnte dieses Sedativum in sein Futter tun und seinem Leid ein Ende machen. Du siehst aber nicht gut aus, mein Kleiner. Bitte schön, mein Kleiner. Schön ausruhen. Ja. Tut mir leid, Kleiner. Aber es ist besser für dich. Das ist der Cassius-Effekt. Das müssen Versuchskandidaten der Tests am lebenden Objekt sein. Ja, außer, dass der nicht mehr lebt, ne? Alter, ich... Ich bin Adrenalin gedungen. Alter, ich bin nur noch am Zittern, weil ich irgendwie Angst habe, dass irgendwas noch passiert. Das ist der Cassius-Effekt. Ja, das müssen Versuchskandidaten der Tests am lebenden Objekt sein. Alter, beruhig dich. Komm mal wieder runter. Hilfe! Wo muss ich denn jetzt hin? Rot, verlass die Assembly über den Aufzug zur Oberfläche. Aufzug. Der Lobbyaufzug ist am anderen Ende. Nein! Bam. Ich renn. Komm. Komm. G, H, I, Scheiße. Komm. Ah, da ist er. Aufzug. Was? Andere Seite. Ah! Achtung an das gesamte Personal. Dr. Stones letzter Test beginnt in 5 Minuten. Da hab ich mal recht gehabt.
Dr. Stone und ich werden uns niemals treffen. Okay, und jetzt? Verdammt, Jen. Du bist das Einzige, was ich vermisse. Ich würde dich mitnehmen, doch du würdest mich nicht verstehen. Leben Sie wohl, Kerl. Ich habe die relevanten Sicherheitsmaßnahmen außer Kraft gesetzt, damit Ihr Verschwinden unbemerkt bleibt. Du meinst, abgesehen davon, dass du mit mir über Lautsprecher redest? Lokalisiert. Hier ist sonst niemand. Alter, wo bin ich jetzt nicht da, wo ich mein... Nee, hab ich nicht, okay. Lobby. Labbook-Liste. Ich muss hoch an die Oberfläche, nicht noch tiefer. Ja, ist ja gut, Mensch. So, Lift. Tut mir leid, dass ich mich so bald schon von der Party verabschieden muss, Leute. Seid schön brav, während ich weg bin. Was wird aus mir, wenn ich sie einfach so weggehen lasse? Och, die Assembly wird weiterleben. Doch Pinfeather muss ein Ende gemacht werden. Meinen Berechnungen zufolge liegen Sie richtig. Leben Sie wohl, Kerl. Oh, Leute. Wird eine Überlänge, ich weiß. Nicht mehr lange bis zum Sonnenuntergang. Was für ein Tag. Wow, okay. Oh, cool. Nichts wie weg von hier. Ja. Wenn ich renne, ist es auffällig. Letzter Arbeitstag. Alter, ich zittere im ganzen Körper. Mann, ist das spannend, das Spiel. Aber auch nervenverreibend. Oh. Beim nächsten Mal geht's, glaube ich, weiter mit dem letzten Test von Madeline. Und das werden wir beim nächsten Test sehen. Bei der nächsten Folge sehen. Es hat ein bisschen lange zum Laden, aber. Oh, Leute. Ja, Madeline Stone. Letzte Entscheidung. Das wird spannend. Bis dahin. Tschüss, ciao, ciao.